Ich grüße euch aus dem Hamanasu-Park. Wunderschön, wunderschönen guten Tag. Ich hab's auch endlich mal hierher geschafft. Ich will jetzt auch meine ersten legendären Pokémon oder die beiden nächsten legendären Pokémon mal fangen. Für alle, die es nicht wissen. Der Hamanasu-Park befindet sich hier unten auf der Route 201, 20, 20. Ne? Also ihr müsst unten in Sandgemme halt einmal hinfliegen. Hier dann runter surfen ein Stück und ein kleines Stückchen noch über Land laufen. Und dann seid ihr hier beim Hamanasu-Park angekommen. Hier kommt ihr aber erst hin, wenn ihr natürlich Champ seid, den nationalen Pokédex habt. Also ihr müsst tatsächlich erstmal alles, ich sag mal in Anführungsstrichen, alles schaffen. Und dann könnt ihr erst hier hin. Vorher befindet sich hier halt nur eine Baustelle, wo ihr nicht weiterkommt. Wenn ihr es dann hier hingeschafft habt, seid ihr erstmal hier in dem kleinen Räumchen. Das Gespräch mit Professor Eich hatte ich gerade erst. Das heißt, ihr kommt hier rein, hüpp. Dann kommt Professor Eich gleich auf euch zugelaufen und ihr bekommt ein neues Poketech-App. Eine Poketech-App kriegt ihr eine neue. Und zwar. Boah. Wo ist sie? da. Den Pokeradarzähler. Das heißt, da könnt ihr dann halt, wenn ihr auf Shiny-Pokémon Jagd geht, könnt ihr hier dann eure. Streak, ich komme gerade nicht aufs Wort, Leute. eure. Ja, ich komme echt nicht drauf. Naja, ihr seht es halt, ihr wisst bestimmt, was das ist. Lassen wir das mal lieber. Hamanasu-Park. Hier geht es dann halt drum, hier könnt ihr all die ganzen legendären Pokémon dann fangen. Regirock, Regieis, Registeel. Das sind die ersten drei, die ihr fangen könnt, beziehungsweise herausfordern könnt. Dafür müsst ihr, das ist die falsche, das ist normaler Markt, wo ihr Bälle und Tränke und so kaufen könnt. Und hier unten, die untere von beiden, ihr könnt oder müsst in den Untergrund, um die Enigma-Fragmente sammeln zu können. Das heißt, ihr müsst pausenlos unten im Untergrund sein, die ganze Zeit Wände einkloppen, um halt diese kleinen Enigma-Fragmente hier zu kriegen. Hier ist einmal das Enigma-Fragment S, braucht ihr, und einmal das Enigma-Fragment L. Ne? Also gibt es halt die Möglichkeit, die zu sammeln und ein Enigma-Fragment L bringt halt eine Weisungsplatte und drei kleine, also S, bringen euch dann halt eine Weisungsplatte ebenfalls. Ich habe eben gerade, oder hatte fünf Stück von den S-Fragmenten, ein L, habe deswegen jetzt schon zwei Weisungsplatten gekauft. Und damit kann ich dann jetzt halt Regirock, Eisstil, die drei, einen von den drei halt beschwören, beziehungsweise herbeirufen, gegen Kämpfen natürlich logischerweise fangen. Und sobald ihr halt alle drei davon gefangen habt, geht es dann halt weiter, dass sich die nächste Kammer öffnet. Und für beide Editionen zumindest gibt es dann halt nochmal Mewtwo, dann gibt es noch Kyogre, Groudon, dann gibt es noch Latias, Latios und Rayquaza. Ansonsten ist es halt editionsabhängig. Für Strahlende Diamant gibt es halt nochmal Raikou, Entei und Suicune, sowie auch, Moment, Ho-Oh. Und für alle Leute, die leuchtende Perle spielen, da gibt es Arctos, Zapdos, Lavados und Lugia. Aber erstmal muss man halt hier jetzt die ganzen Regi-Kollegen erstmal fangen. Hier, so sieht dann der Hamanasu-Park aus. Hier sind überall kleine einzelne Höhlen nochmal. Und die erste Höhle, wo wir rein müssen, oder wo du dann rein musst, ist dann hier die Weisungskammer. Also es passt halt auch alles. Es ist halt vom Namen her schon gleich gemacht. Wir haben eine Weisungsplatte, Weisungskammer. Ne? Versteht da. Dann einfach nur hier diesen Sockel anquatschen und dort eine Platte einsetzen. Aber bevor man das macht, ruhig, nochmal kurz speichern. Ich habe jetzt nichts Besonderes mitgenommen, Gewaldro und Gengar jetzt einfach nur, in der Hoffnung, dass das jetzt ausreicht. Ansonsten, ja, steckt man die Platte einfach rein und ab geht die wilde Fahrt. Jetzt bin ich selber mal gespannt. Beginnt zu leuchten. Jetzt bestimmt ein kleines Video oder Videosequenz kommt jetzt bestimmt. Ah, Registeel. I greet you. So, bin ich jetzt mal gespannt, ob ich gleich den ersten direkt fangen kann. In der Hoffnung, dass ich danach direkt den nächsten wieder fangen kann. Ansonsten muss man halt wirklich mega viel im Untergrund abhängen und ganz viel von diesen Enigma-Fragmenten sammeln. Und damit man überhaupt dazu kommt, dass du dir die ganzen Platten kaufen kannst. Ja, oh, Kampf wollte ich doch eigentlich nehmen. Oh nein, seine nächste Attacke trifft garantiert. Alles klar. Habe ich überhaupt volles... Ich bin ein bisschen schläfrig. Sehr, sehr Quatsch.
ziehen wir dir jetzt erstmal einen über, Junge. Oh! Den darf ich jetzt auf jeden Fall nicht nochmal benutzen. Eigentlich wollte ich eben gerade direkt einen Flottball benutzen, verdammt. Weil ich habe nur Flottball, Timerball, Finsterball und Highball habe ich auch noch 3 Stück. Aber Finsterball, so finster ist hier jetzt ja nicht, ne? Gucken wir mal kurz. Ah, macht schön wenig Schaden, das ist gut. Ja, dann können wir jetzt wenigstens ein bisschen noch rauszögern. Probieren wir jetzt einfach mal einen Timerball. Mal schauen, ob der jetzt schon zieht. Ob der überhaupt genug Kraft jetzt schon hat. Sehr viel Kraft, sehr viel. Oder eine sehr hohe Chance, dass wir übrigens die sofort machen können. So viel Schaden macht er jetzt auch nicht. Das heißt, wir können auch nochmal ein Zauberblatt geben. Oh, einmal können wir sogar danach machen. Warum muss ich? Ich weiß nicht, jetzt mal drauf achten. 85, 43, das heißt, ich wäre jetzt sogar tot. Ein Glück habe ich noch Top-Genesung zweimal. So. Kann ich ihm jetzt nochmal ein Zauberblatt geben? Oh, das war hier. Mach mal keine Faxen, du. Zauberblatt nochmal. Und dann. Ja, das reicht. So, jetzt können wir ein paar Mal Timer beiwerfen. Ich hätte mir noch irgendwie Hyperbell oder so kaufen sollen. Verdammt, ey. Oh, immerhin wackelt da jetzt schon mal. Ernsthaft? Ja. Als ob. Und nächster Versuch. Ja, das geht jetzt die ganze Zeit so. Also, besorgt euch auf jeden Fall genug Geld, damit ihr genug Bälle wirklich. Ja! Damit ihr wirklich genug Bälle habt. Also Geld besorgen, damit ihr Bälle habt, damit ihr genug werfen könnt. Oh, Sneeble, schön. Ja, nur mal. Ich habe schon ein paar Pokémon mit dabei, wo ich auch noch ein Video mache zum Entwickeln. Sneeble, Skorgler, Togepi. Yeah, da ist er. Bada boom, bada bing, bada boom, bada bing. So, wenn man es umgenockt hat oder tatsächlich gefangen hat, kommt man hier wieder raus. Wie ihr gerade gesehen habt, warte, ich gehe nochmal kurz rein, das war jetzt auch blöd. Hier links und rechts die beiden Plattformen, die leuchten jetzt. Und hier steht Registil jetzt und als Statue sieht eigentlich ganz cool aus. Das heißt, immer wenn ihr sie, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es reicht, wenn man sie bekämpft hat, sage ich mal. Man muss nicht unbedingt sie fangen, damit man es bekommt. Diese Statue, die da steht. Aber jetzt wird es wieder interessant, wenn ihr dann zurückkommt, nachdem ihr ein legendäres Pokémon dann den Kampf beendet habt, egal auf welche Art und Weise, glaube ich. Ah ne, da geht's glaube ich. Nee, man muss wirklich fangen. Aha, bei dem Typen hier zumindest, weil wenn ihr zurückkommt, quatscht ihr euch automatisch immer an. Und man kriegt nämlich eine Statue für den Untergrund. Das ist eigentlich auch mal eine mega coole Sache, weil damit erhöht es sich ja natürlich wieder, dass unten jetzt beispielsweise wahrscheinlich Stahl-Pokémon begegnet ist. So, das interessiert mich aber. Ich kann ja gar nicht jetzt. Naja. So, gucken wir einmal kurz. So. Du hängst natürlich hier jetzt nicht einfach so mit ab, mein Kumpel. Aber du kommst hier zu meinen legendären Pokémon. Zack! Gut, und das hier sind einfach nur die Starter-Pokémon, die ich hier noch rumfliegen habe. So. Machen wir es ganz kurz, speichern wir und dann gehen wir einfach direkt nochmal beim nächsten rein, ne? Würde ich jetzt mal sagen. So. Zack. Was ist los? Ja, ich möchte gerne noch eine Weisungsplatte reinschieben. Mal schauen, wen ich jetzt überhaupt als nächstes kriege. Bin ich mal gespannt. Bei Eis. Stein. 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 Puh, mal schauen, nicht, dass ich ihn gleich umnocke, weil ich ihm jetzt eine Pflanzenattacke drauf jage. Bin ich ja jetzt mal kurz gespannt, du. So. Pflanzenattacke dürfte ihn eigentlich, glaube ich, nicht komplett umnocken. Oder? Mal schauen. Okay, okay. Aber Problem ist, gegen Stein ist auch Kampf. Gut Effekt. Wow! Bro!
gut, Drache ist, hat auch, macht glaube ich auch ein bisschen mehr Schaden. Oh, verdammt, ey. Vor allem das Schlimme ist, ich kann jetzt ja nicht mal mehr zu direkt. Ach. Quatsch mit Butter, rauf damit einfach, egal. Timer bei. Irgendwie muss ich das dann jetzt gleich mal hinkriegen. Oh, verdammt. Oh, hat mich verfehlt, das ist schon mal positiv. So, das heißt. Ah, ich kann aber keine Attacke. Egal, ich werfe jetzt einfach die ganze Zeit wieder Bälle, so. Plim, wieder raus, genau. Egal. Wir haben ja noch ein bisschen Steinkante. Also, wie ihr merkt, achtet eigentlich genau drauf, welche Pokémon ihr nehmt. Weil so mit Gewaltdruck kann ich jetzt keine Attacke mehr benutzen, weil ich noch den so summ. Das wäre ein bisschen schlecht. Puh. Ich dachte gerade schon, der wäre so drin bleiben. Das wäre natürlich genial gewesen. So, egal. Timerball. Immer mehr, immer und immer wieder. Timerball, Timerball, Timerball. Irgendwann bleibt er oder auch nicht drin. Oh nein. Ah, das ist jetzt. Ja, ja, ja. Doch. Das können wir doch vielleicht nochmal. Nein. Egal. Ball, Ball, Ball. Immer Ball, Ball, Ball. Oh, komm schon. Komm schon. Ich wollte so überleben. Ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, alle Level up. Super. Bei Togepi und Sneebel ist auch ganz wichtig. Ich bin... jetzt bin ich gerade... Nee, Togepi und Sneebel ist wichtig. Da muss die Freundschaft stimmen. Deswegen ist das nämlich auch gerade ganz gut, dass die Level aufsteigen. Auch die Freundschaft, ne? So als Fun Fact nebenher. So, ja, also das war jetzt so mal mein, in Anführungsstrichen, kurzes Video mal zum Hamanaso Park und zu den legendären Pokémon. Ich habe jetzt auch gleich mal die ersten zwei gefangen. Ja, falls ihr mehr irgendwie hierüber sehen wollt oder sehen wollt, wie ich die ganze Zeit die legendären Pokémon jetzt dann fange, schreibt mir das gerne in die Kommentare, ansonsten kriege ich nichts von euren Wünschen mit. Ansonsten lasst gerne ein Like da und ein Abo da, damit ihr auch gar nichts mehr von meinen Videos verpasst, die ich alle über Pokémon, Steiner, Diamant und Leuchtende Perle mache und auch künftig im Februar ist es ja, glaube ich, Pokémon Legenden Arceus. Darüber werden natürlich auch Videos kommen. Von daher, reingehauen!